Die war jetzt gar nicht so einfach, die ging gar nicht so einfach auf. Die kommt besser. Schneiden das oben ab. Das ist eine sehr empfindliche Sorte. Die Flüssigkeit, den eigenen Saft, wie die Franzosen sagen, le jus. Der Jus, der Saft, bleibt drin. Und jetzt sind viele Menschen, die keine Austern mögen, weil sie sagen, das lebt ja, das ist glibberig und, wow, und schmeckt salzig und er schmeckt nur noch mehr und so. Und darum machen wir mal gratinierte Austern. Wir brauchen dazu Pfeffer. Ich nehme normal immer weißen. Ist leider jetzt ausgegangen, der weiße ist ein bisschen besser. Hat ein bisschen eine frischere, hat eine Zitronennote ein bisschen drin, die der schwarze nicht so hat. Ich nehme hier Crème Isigny, 40% ist in Deutschland nicht leicht zu kriegen, aber mit saurer Sahne oder mit flüssiger Sahne, so ab 30% aufwärts ist das zu machen. Ich habe hier drei Sorten Kräuter geschnitten, bisschen Petersilie, bisschen Schnittlauch und etwas Koriander. Es gibt eine ganz besondere Note, der Koriander hat es in sich. Und Knoblauch. So, ein bisschen Pfeffer drauf. Ich verwende übrigens keinen gemahlenen Pfeffer aus dem Streuer. Das ist nie der gleiche Geschmack. Ein vernünftiger Pfeffer ist ja nicht so teuer. Also den Pfeffer, eigentlich, den man gemahlen im Supermarkt kauft, den kann man eigentlich vergessen. Der hat nie den gleichen Geschmack. Das ist so ähnlich, wie wenn man gemahlenen Kaffee monatelang aufhebt. Das wird nichts. So, jetzt kommt unsere Creme rein. Wir haben hier 1, wir haben hier 8 Austern. Ja, Nessie, 8 sind es, jawohl. Machen wir da so 2 Esslöffel von dem rein. Könnt ihr auch mehr machen. Ein bisschen durcheinander. Mischen das ein bisschen. Und dann geben wir da so einen Klacks auf jede Auster drauf. Den kleinen Löffel. Ganz wichtig, für mich bitte kein Salz daran. Denn die Austern, der Jus, ist ja salzig. Das ist ja Meerwasser im Wesentlichen. So, jetzt sind die fertig. Und das kommt jetzt so, wie das ist, unter den Salamander. Für 3 bis 4 Minuten. So, jetzt sind unsere Austern fertig. Holen wir raus. So sehen die aus. Und das ist jetzt eine Spezialität, dieser Kankala Auster. Die hat einen sehr, sehr feinen, richtig nussigen Geschmack auch. Das Schöne ist, wenn man die kauft vor Ort, man kann beim Einkauf von Kankala auf den Mont Saint-Michel schauen, den sieht man dann. Der ist nur 15 Kilometer weg und der ist ja sehr hoch und den kann man sehr gut sehen. Das ist eigentlich eine tolle Atmosphäre, wenn man da welche am Strand verzehrt oder direkt in einem Restaurant am Hafen. Das ist fantastisch. Ne? Aber die sind wirklich sehr speziell, haben ganz feinen Geschmack. Ja. Wenn man jetzt ganz pfiffig ist, natürlich würde man ein kleines Petersilien so noch drauflegen. In die Mitte. Und ein klein wenig von dem Jus angießen. Wenn man das isst, dann nimmt man ein Stückchen Baguette, ein frisches Brot oder auch ein Graubrot, was in der Bretagne sehr, sehr viel gemacht wird, und tun dann den Jus ein bisschen so rein. Das Brot, denn der schmeckt jetzt richtig gut und hat ja das Salz ein bisschen mitgekommen von den Austern. Eine ganze tolle Sache. So, ein Teller ist fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de